Hoffentlich angeschaut, ja schon. Gut, der Gimbal hängt jetzt gerade schief, aber das ist wahrscheinlich mal hingekommen oder irgendwas. Kann man da vielleicht noch kalibrieren, ob es dann einschalten oder was? Nee, vom Kompass. Achso. Ja. Da kippt er jetzt so sehr und dann fällt er dann aus. Aber die Motoren drehen höher als die Originalen. Das hört man. Okay, ja, ich kenne die Originalen ja nicht. Aber der ist ja schon von den Genwerten, das ist ja schon... Ja, das sind jetzt immer das Wetten. Ja, ist schon klar, ne? Aber weniger als 160 auf keinen Fall. Ja. Aber das ist halt sehr gut aus, die 160. Ja. Das steht ja wie eine 1. Also, ich sehe immer meinen Fall, dass die Motoren nicht ausgehen. Ne? Ja, genau. Da steht wie eine 1. Ja, wie das steht. Ja. Da haben wir Wahnsinn. Das da mal ran. Ja. Das ist nochmal eine Steigerung, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ein Unterschied wie Tauern, ne? Und die Telemetriedinger kommen auch, oder? Höhe 6 Meter. Jawohl. Nochmal Steige 2. Ah ja, schön. Geht ins Minus. Das müssen wir noch umstellen. Aber er misst aber trotzdem die Kapazität und den Strom. Ne? Ja, genau. Spannung vom Akku, ja. Strom, Kapazität. Aber wir müssen die Richtung noch rumdrehen. Ja, aber okay. Das ist jetzt ich würde sagen, das ist nichts Dramatisches. Aber das ist schon nachher, ne? Wie ruhig das ist. Ja, Wahnsinn. Kannst du mal um die eine Achse drehen? Ja. Olaf, was muss denn noch mit Programmierer? Was? Die GPS-Geschichte, weil die Antenne weg ist, das muss doch einstellen. Ja, okay, ja, das muss halt einfach rausmessen. Das kannst du aber selber machen. Ja, klar, das mache ich selber. Also technische Seite passt auf jeden Fall. Ja. So, jetzt fliegen wir nochmal kurz zum ATI-Modus. Funktioniert aber einwandfrei, Olaf. Ja. Der Akku schreit. Wobei der Wert, ich glaube, das ist ein bisschen... Arsch pessimistisch, ne? Ja, dann müsst ihr es wahrscheinlich noch ändern, aber... Das überlasse ich dir. Ja, logisch, das ist dann... So, und jetzt gehen die Motoren nicht aus, oder? Ja, genau. Muss erst hier runter und... Ja, es ist aus. Perfekt.